Joho, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 4 an die Arbeit. Yuki wurde in der letzten Folge befördert und wir haben jetzt ein paar mehr Optionen der medizinischen Karriere. Ich bin ja mal gespannt. Wir werden uns jetzt heute erstmal wieder um Thorsten kümmern. Vielleicht können wir ja mal beim Laden ein bisschen mehr erreichen. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen mehr Geld, ne? Oh, Sorbo. Ja, wir kümmern uns. Ach, Thorsten. Thorsten ist immer noch in... Das ist überhaupt ein super Bild. Das muss ich jetzt einfach screenshotten. Das ist so ein super Bild. Überhaupt, Thorsten gammelt mir viel zu viel rum. Immer in Unterwäsche unterwegs. Setzt den ganzen Tag lang nur Fertignahrung in sich am Reinstopfen. Er und Mikesh kommen auch nicht so ganz zurande. Wir müssen ihm ein bisschen Ego, einen Selbstbewusstseins-Push geben durch einen gut laufenden Laden. Das ist ganz wichtig. Abgesehen davon, dass ich echt gerne einen verdammt hübschen Laden hätte. Okay, Yuki, du gehst jetzt auch erstmal was essen. Du isst jetzt das hier. Das hier geben wir Thorsten, der war nämlich eigentlich krank. Danach kannst du duschen. Sarah könnten wir, die geht sich jetzt nicht was grillen. Sarah, du kannst auch, halt, du kannst auch mal hier, achso, noch einen übrig. Dann müsstest du tatsächlich irgendwas herstellen. Dann isst doch, dann mach doch was zu essen. Du kannst doch auch kochen. Lecker Rührei oder sowas. Einzelportion, nur für dich alleine. Sehr gut. Thorsten ist so ganz zufrieden inzwischen, ja? Warum isst du das nicht? Isst das jetzt? Du hast Hunger. Los. Wir haben wirklich ganz gut Geld. Wir können auch wieder was verkaufen. Wir haben wieder ein neues Bild auch im Inventar, das wir verkaufen können. Bisschen fotografieren wäre auch noch super. Oh, Yuki ist schon am Stinken. Ja, ich hatte einen anstrengenden Arbeitstag. Was soll ich denn tun? Ja, ich kann nicht den ganzen Tag lang riechen wie ein Engel. Tut mir leid, wenn ich jetzt müffel. Ach, das ist nicht so schlimm. Meine Nase ist eh verstopft von diesen ganzen Gummibärchen. Gott, die schleimen so furchtbar. Gut, dass das niemand riecht dann. Das Zeug riecht wohl einfach stärker als ich. Tut mir leid, Leute. Jo ist immer noch bei der Arbeit. Ich hoffe, er wird bald befördert, um bessere Arbeitszeiten zu kriegen. Ich hoffe, er kriegt dann einfach andere Arbeitszeiten. Aber das wird noch eine Weile dauern. Du könntest dann einfach mal fleißig arbeiten, damit das ein bisschen schneller geht. Und schon ist wieder Thorsten total verspielt. Sehr gut. Ja, da wird jetzt abgewaschen. Yuki ist fix und fertig von ihrem Arbeitstag. Sie arbeitet ansonsten von 8 bis 16 Uhr. Das ist eine super schöne Arbeitszeit. Sie hat Urlaubstage 4 Stück verfügbar. Da müssen wir wieder richtig ranklotzen. Bis zur nächsten Beförderung wird sicherlich wieder 2, 3 Arbeitstage dauern. Ja, dann gehst du jetzt erstmal duschen. Erstmal duschen. Thorsten geht jetzt erstmal schön hier alles... unsichtbare Teller wegschmeißen. Unsichtbare Teller wegschmeißen, Beste. Der draußen in den Garten müsste sich auch sonst noch jemand anders kümmern, aber es geht ja erstmal wieder ganz gut, ne? Bewässern. Bewässern. Und dann gehen wir jetzt wieder zu unserem Laden. Können wir vielleicht Mikesh mitnehmen? Müssen doch Mikesh bestimmt mitnehmen können. Hä? Huh? Was wir wieder alles für Leute kennen, nur weil wir einen Laden haben. Das ist krass. Ah, das Porträt feiere ich immer noch so sehr. Und ansonsten würde ich vielleicht heute mal eine Episode machen, in der wir ein paar von den random gestalteten Sims, die so in die Stadt reingeneriert werden, ein paar anpassen. Besonders für unsere Berufe hingehend. Ne? Meine Hand ist verglitscht, lalalala. Ich halte die immer so, das ist vollkommen normal. Ich wollte eigentlich mal Ober werden, aber das hat dann nicht geklappt mit dem Kellnern und dann bin ich Taxifahrer geworden und dann Künstler und dann komme ich da nicht mehr ran und habe keinen Bock mehr und jetzt telefoniere ich. Hallo? Genau, und ihr beide sollt hier zur Top-Adresse, ja? Vielleicht können wir Mikesh hier ein schönes Bild verkaufen. Oder wir können auch ein schönes Foto von Mikesh machen. Das können wir dann auch verkaufen. Scheu dich nicht zu experimentieren. Erfindungen sind das A und O der Wissenschaftskarriere. Oh, die müssen wir uns unbedingt noch anschauen. Also für mich war jetzt am interessantesten halt wirklich die Medizinkarriere. Das wollte ich voll auskosten. So, dann machen wir das mit dem Foto nämlich gleich mal. Foto machen von Mikesh.
Oh, wie süß. Er postiert ja richtig. Das ist großes Foto. Genau, ich will ein großes Foto machen. Das ist eigentlich immer ganz schön mit diesem Mattfilter. Das ist zu farbintensiv, zu stark aufgehellt. Aber dieses Mattefilter ist immer so ungesättigt. Das ist ganz cool, ne? Eins, zwei. Und dann nochmal ein bisschen ohne Blitz. Spino? Sind die gut geworden? Sind die gut geworden? Zumindest eins ist ganz okay. Qualität schlecht überall dran. Oh, Manno. Ich finde, die sind aber ganz okay geworden. Das hier sieht doch ganz gut aus. Okay, das eine, was 3 Simoleons wert ist, sieht ganz gut aus. Da müssen wir uns aber lange hocharbeiten, um das besser hinzukriegen. Können wir das irgendwie Mika schenken? Das sieht doch aber schön aus. Das hängen wir bei ihm dann später einfach auf. Dann ist das quasi wie ein Geschenk an Mikesh. Okay, gut. Achso, ja. Das sind ja hier die Schilder. Schild entfernen. Schild entfernen. Schild entfernen. Schild entfernen. Das müssen wir manuell machen. Ja, Mikesh, du kannst einfach bei meinem Arbeitsalltag mit dabei sein, wenn wir ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen sollen. Ja, vielleicht gehe ich da mal reingucken, aber nur vielleicht. Aktuell stehe ich lieber hier raus und ruhme. Ja, dann öffnen wir mal den Laden. Hier ist das nächste. Leinwandrahmen. Name. Frost. Schreibt. Ja, Frostfang. Frostfang nehmen die es. Ein paar Leute werden die Anekdote verstehen. Zu verkaufen, Kennzeichen. Mikesh geht jetzt wahrscheinlich unten erstmal dieses Badezimmer besuchen. Realistisches Gemälde bringt am meisten. Ladenbudget. Können wir ein bisschen noch dran arbeiten? Ja, wir haben echt viel Geld. Ich würde gerne den Laden ein bisschen aufpeppen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir haben halt das Erdgeschoss hier und die Verkaufstheke hier. Das war halt erstmal notdürftig, weil wir keinen anderen Platz hatten. Ne? Dann machen wir das. Dann ist das halt hier der Verbindungsgang zum eigentlichen Verkaufsbereich. Da könnten wir natürlich jetzt schon mal einen etwas größeren Bereich ziehen. Das kostet natürlich viel Geld. Aber das ist dann quasi der Verbindungsgang, der uns... naja. Können wir eine große... Ist das hier hoch genug? Ja. Der uns zum Hauptverkaufsbereich führt, quasi. Oh, klassische Glastüren, so zum also so typische Geschäftstüren sind echt toll. Hätte ich echt wahnsinnig gerne. Ah, hier drin würde ich dann mit Bögen arbeiten. Klassische Bögen sehen hier komisch aus. Schmaler Pfosten? So wie das hier geht. Was ist denn so klein, ne? Der große Bogen sieht halt echt gut aus. Das alles einen nach hier bringen. Und dann wieder so einen großen Bogen da reinballern. Das sieht besser aus. Genau. Das ist okay so. Das kommt auch tatsächlich weg. Und dann können wir hier auch Wände für hinstellen. Das ist ein bisschen so der Mitarbeiterbereich. Kann man dann... Da kann man dann... Ja, tatsächlich. Aber es gibt hier keine hohen Einzeltüren, ne? Das wäre irgendwie cool. Chromatür. Auf dem ersten Blick scheint sie unnahbar zu sein, aber bei dieser robusten Tür kannst du eine kraftvolle und rätselhafte Atmosphäre bringen. Ja, dann ist das... Das hätte halt hier so mehr so Mitarbeiterbereichstüren, ne? Machen wir das einfach so, dass das wie so eine Mitarbeiterbereichstür ist. Ja, das wird auch nochmal teuer. Ich staffiere das jetzt erstmal hier aus. So. Und dann Platz für Gemälde schaffen. Ein paar an den Wänden. Nicht überall. Und ein paar davon... Hängt hier noch irgendwo ein anderes Gemälde? Nee, ne? Und ein paar müssen wir dann halt auch irgendwie aufstellen. Ich weiß nicht, ob man das kann. Ob das möglich ist. Okay, wir brauchen eine coole Deckenbeleuchtung. Das ist modern. Das ist modern. Das ist ein bisschen zu modern fast. Hier so Strahler sind super.
mir die Kunstwerke so anstrahlen lassen. In die Richtung nochmal und das gleiche dann noch mit Stehlampen. Künstlerische Stehlampe wäre halt cooler als sowas hier. Das hier hat halt so ein bisschen so ein, ja, doch ein Art-Style. Nehmen wir das hier. Soll halt so ein bisschen Museumscharakter bekommen, ja? Was haben wir jetzt hier alles? Ach, jetzt eins von den Gemälden ist dann hier drin gelandet, ja? Wieso bist du leer? Das ist mir jetzt peinlich. Ich hab's kaputt gemacht mit. Vielleicht kauft es ja trotzdem jemand. Der Denker. Das ist cool. Das ist so ein Stuhl, der hier vor allen Dingen in so ein halb modernes. Wir machen das ein bisschen Patchwork-Style. Wir machen das hier bunt durchgewürfelt. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Damit das Ganze einen sehr modernen Look bekommt. Trotzdem halt so ein bisschen so Thorstens verrückte Seite ausdrückt. Ne, das sollen, die Leute sollen sich ja hier wohlfühlen. Die sollen sich auch hinsetzen können, sich da unterhalten können. Kaffeetisch ohne Untersetzer. Das passt überhaupt nicht. Die passen hier so in Kombination gut hin. Das ist auch ein Relax-Sofa. Ich brauche dringend jetzt noch für Handel bestimmte Objekte, genau. Ladenschild vermöbelt. Schotter und Asche, Ladenschild glamourös. Ich weiß ja nicht, das ist ja so. Hier haben wir einen platten Ausstellungstisch. Geht das? Kann man Kunst da drauf ausstellen? Auf einem Ausstellungstisch? Nee. Ist ja so cool, wenn man Kunst halt so platzieren könnte. Aufsteller, wenn du in Sachen Verkauf immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, solltest du dich öfters mal fragen, wo genau du stehst. Also frag dich, hey, du, wie modern sind deine Verkaufsregale? Hier, natürlich noch die Antwort, mucho moderno. Nee, man hat keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form dann zu nutzen. Kunst muss also an den Wänden hängen. Na dann müssen wir Kunst halt auch an Wände hängen. Halt. Richtig, ihr bekommt dann einen ganz anderen Style. Diese Ecke hier auch. Einfach, weil wir es können. Ja, das hat was. Die rüber. Dann könnte man hier noch so einen, keine Ahnung, vielleicht einen Fernseher laufen lassen, damit die Leute halt die Möglichkeit haben, sich da zu unterhalten. Das ist quasi frei nach dem Motto, wir könnten da Werbeaufsteller laufen lassen. Hier. Fernsehgerät, irgendwie so einen großen Fernseher könnte man dann da hinstellen. Hier ist so einen ganz großen Flachbildfernseher. Okay, jetzt brauchen wir erstmal wieder eine Außenfassade. Und die würde ich jetzt ganz gerne anders gestalten. Die würde ich gerne anders gestalten. Ja, 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 ja. Die hier ist okay, die einfache Wandfarbe. Und die dann in einer anderen Farbe. Dunkles Grau macht jetzt keinen. Das ist ja die gleiche Farbe quasi. Moment. Versucht da so ein bisschen Kombination was. Nee, die muss hier auf dieser Seite auf jeden Fall identisch sein. Schön homogen und glatt aussieht. Und hier machen wir sie dann einfach anders. Jawohl. Jetzt muss ich noch Geld für Fenster haben. Soll ja modern rüberkommen. Also wieder die modernen Fenster. Ja, Dach. Irgendwas Exzentrisches wäre schon ziemlich cool, ne? Muss halt flach sein erstmal. Und das gleiche dann hier nur in die andere Richtung.
Und hier wieder in diese Richtung. Gucken wir einfach mal, wie das aussieht. Also.